Jetzt ist sie da, eine Chance, eine historische Chance. Wir können den Startschuss setzen, unserer Generation das Vertrauen in Politik zurückzugeben, weil es wieder um unsere Bedürfnisse und um unsere Zukunft geht. Schluss mit Stillstand. Wir erwarten von SPD, Grünen und FDP, dass sie unserer Generation endlich ein Aufbruchssignal geben. Wir, das sind die, die ihr ganzes Leben lang davon betroffen sein werden, was heute entschieden wird. Deshalb ist klar, unsere Forderungen müssen besonders berücksichtigt werden. Der Koalitionsvertrag muss eins bringen: Fortschritt. Klimaziele einhalten. Davor können wir uns nicht wegducken. Damit es an der Seite der ArbeiterInnen in den Industrien stattfinden kann, brauchen wir einen großen Transformationsfonds, der massive Investitionen, Beteiligung an Unternehmen und auch mehr Mitbestimmung ermöglicht. Um die Mobilitätswende endlich zu packen, brauchen wir einen starken öffentlichen Verkehr, kostenlos für Kinder und Jugendliche. Und wir müssen mit der Agenda-Ideologie brechen. Das Bürgergeld darf kein Etikettenschwindel sein. Weg mit den Sanktionen, hoch mit dem Regelsatz und den Niedriglohnsektor endlich austrocknen. Ausbildungsplätze schaffen oder Profite abdrücken. Es muss Schluss sein mit dem Gejammer um den Fachkräftemangel. Es braucht Perspektiven für junge Beschäftigte. Jetzt. Wir fordern eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Das heißt, jeder junge Mensch muss das Recht haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. 12 Stunden arbeiten und mehr, nicht mit uns. Das Gegenteil muss erreicht werden. Wir brauchen weniger Work und mehr Life. Unsere Freundinnen und Freunde in Österreich haben es vorgemacht. Sollte ans Arbeitsgesetz gegangen werden, stehen wir bereit. Wir müssen statt die Uhren zurück nach vorne drehen. Das bedeutet mehr Tarifbindung für alle Beschäftigten. Für unsere Generation geht es darum, mit diesem Koalitionsvertrag den ganz normalen Ausnahmezustand zu beenden. 4 von 10 Neueinstellungen sind befristet. Deshalb wollen wir endlich die sachgrundlose Befristung abschaffen und die Sachgründe massiv einschränken. Und hey, wir müssen endlich diesen fucking Mietenwahnsinn beenden. Dazu gehört natürlich bauen, bauen, bauen und vor allen Dingen Sozialwohnungen. Aber damit du aus deinem Viertel, aus deinem Kiez nicht verdrängt wirst, müssen wir auch den Anstieg der Mieten stoppen. Und dafür brauchen wir das Mietmoratorium. Liebe SPD, liebe Grüne, liebe FDP. Wir brauchen diese Chance. Macht was draus.